liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Zu den grossen Schweizer Käse gehört zweifellos der Oppenzeller. Ob milde Klassik, rezente Sürschwa, Viertelfett oder aus Biomilch hergestellt, hat sich das kulinarische Aushängeschild von einer ganzen Region mehr und mehr zu einem beliebten Renner entwickelt. Die gute Nachricht gerade am Anfang. Alle verpackten Oppenzeller Käse gibt es bei uns diese Woche günstiger. Eine Gelegenheit, die man nicht verpassen sollte. Wer ein bisschen mehr über die grosse Spezialität aus einem kleinen, sympathischen Land möchte wissen, ist jetzt auf dem richtigen Sender. Den ganzen Sommer durch waren die Kühe auf der Alp. Weil es dieses Jahr recht früh kalt geworden ist, sind die Zähne mit ihrem Vieh schon Ende September ins Tal zurückgekehrt. Das Brauchtum wie die Alpabfahrt wird hier noch nicht den Touristen zulieb, sondern aus Stolz und Traditionsbewusstsein gepflegt. Eigenschaften, die auch bei der Herstellung des Appenzellerkäses zählen. Mit Abfahrten kennt sich auch unser Gast aus, und zwar mit besonders schnellen. Herzlich willkommen im Studio, François Burdet! Hallo François, guten Abend, Susanne. Du bist amtierende Weltmeisterin im Zweierbob mit der Katharina Sutter. Bis jetzt noch gar nicht gewusst, dass es diese Sportart auch für Frauen gibt. Doch, das gibt es, und zwar schon seit etwa 10 Jahren. Und wir sind jetzt gerade vom intensiven Training retour. Wir sind 3 Wochen unterwegs in Lillehammer, Frankreich, in La Plagne und in Königssee, Deutschland. Und gehen wir auch an die Winterolympiade? Ja, das ist das erste Mal für Frauen offiziell, dass sie bei Olympischen Spielen mitmachen. Die wird in Salt Lake City sein im Februar. Appenzeller ist ja euer Sponsor. Aus diesem Grund hat uns Armin heute auch ein Käserezept mitgebracht. Hallo Armin. Hoi. Die Linsen ohne Salz 15 bis 20 Minuten vorkochen und abtropfen. Denn der Bulgur, ein uraltes Getreide, das man jetzt wieder neu entdeckt hat, nach der Anweisung auf der Packung zubereiten. Dann die abtropften Kirchererbsen und rote Indianerbohnen dazugeben. Frühlingszwiebeln in dünne Ringe, Peperoni und Rüebli in feine Streifen schneiden. Das ganze Gemüse zu den Hülsenfrüchten dazugeben. Und die gewürfelten Appenzellerstückchen auch dazugeben. Mit den Zutaten aus der Coop-Zeitung eine Soße anrühren. Über den Salat verteilen und vor dem Servieren mindestens eine halbe Stunde ziehen. Wegen der Zusammensetzung ist das Rezept auch bestens für Diabetiker geeignet. Pro Person sind rund 4 Brotwerte enthalten. Probieren Sie es aus, es ist auch gut. Sie wissen, das Rezept steht in der Coop-Zeitung. Danke unseren Köchen für das «Wer schafft die Salatrezept?». Und jetzt zum Superspiel. Heute offeriert von folgenden Sponsoren: 3M Scotch-Brite Bodenreiniger, Coop Branchli Classic, Barigette Aufbackbrötli, Coop Sportmilch mit 12 Vitaminen und McCain Golden Smiles. Die Zuschauer am Studio haben ihre Karten schon ausgefüllt und François zieht jetzt den Gewinner oder die Gewinnerin. Das richtige Lösungswort, das ich hier natürlich nicht verraten durfte, herausgefunden und somit einen Gutschein von 10'000 Superpunkten gewonnen hat, der Herr Filippo D'Arrigo. Gratulieren. Gratulieren. Mit dem Gutschein können Sie sich eine schöne Prämie aus dem Superkatalog aussuchen. Merci vielmals. Ich darf mich bei allen fürs Mitmachen bedanken. Ganz besonders bei dir, François. Ja, bitteschön. Mit dem Strauß aus unserer Blumenabteilung. Danke. Auch Sie daheim können natürlich noch mitmachen an dieser neuen Runde des Supercard-Spiels. Einfach Karten im Laden oder einen Coupon aus der Coop-Zeitung ausfüllen und uns bis am 30. November zurückschicken. Gewinnen kann man einen Flug mit Malaysia Airlines nach Kuala Lumpur, 2 Übernachtungen im Hotel Marriott und 7 Tage Aufenthalt mit Halbpension im traumhaften Dan Yong Yara Ferienresort. Die Reise für 2 Personen hat einen Wert von 7'200 Franken. Dazu gibt es 100 mal 10'000 Superpunkte für eine Superprämie. Das Mitmachen lohnt sich also. Jetzt nochmal zurück ins Appenzell. 2x am Tag bringen Bauern ihre Milch in die Käserei. Man kennt sich und der persönliche Kontakt gilt viel. Appenzeller wird im genau definierten Produktionsgebiet in mehr als 87 Dorfkäsereien produziert. Unter anderem in der Schaukäserei in Stein. Dort kann man zuschauen, wie aus der guten Rohmilch der Appenzeller Käse entsteht und während der liebevollen Pflege mit einer geheimnisvollen Kräutersulze während 3 bis 6 Monaten unverwechselbare Geschmack annimmt. Und zum Schluss noch der Woche aus dem Coop-Restaurant.
Bullebrust, Orangensauce, Reis und Käfer für 11 Franken. Das war es für heute. In einer Woche haben wir einen besonderen Gast bei uns im Studio. Es geht auf Weihnachten zu und Sammy Klaus ist mit neuen Spielsachen unterwegs. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Auf Wiedersehen!